Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt unsere Milchkühe ausladen. Das heißt Kälber 1, 2, 3. Sehe ich gerade. Und noch ein paar. Freudige Nachwuchs. Weiblich. War gerade ein bisschen laut. Entschuldige. Aber schön, noch ein paar, zwei. Ja, schön. Wir werden mal unsere neuen ausladen, ne? Die sind noch ein Jahr jünger, ne? Und unser Stahl wird dann ein bisschen voller. Bestätigen. So, dann müssten wir auch die Kälber leicht mit rüberfahren. Das wäre ideal, ne? Und zwar wenn wir schon hier mal fahren, ne? So, das ist hier die Kälber, das sind die älteren Tiere. Die wollen wir hier behalten. So haben wir mal ein bisschen Gülle vom anderen Stall, ne? 00 Jahre, na klar, logisch. So. Alle haben Tiere. Dann sollte es auch nachher entsprechend auch Milch geben, ne? Also. Ja, wir wollen erstmal schauen, dass wir die erste Milch verkauft bekommen. So. Dann haben wir hier alle raus, ne? An Jungtier, ne? 2,8, 2,8, 2,9, 9,9. Das ist immer große Kälber geworden. Ah gut, das ist nicht so schlimm, ne? Das ist rein optisch, mehr sind ja auch nicht. So, die fahren wir jetzt im Kuhstall, also im Stall, wo es. Ich hau da mit dem männlichen Tier auch noch rein. Das ist glaube ich eins bei gewesen. Da tauche ich auch noch mit rein. Und später nachher, wenn die etwas größer geworden sind. Und der Allerstall leer ist, kommen die dann rüber. Das soll kein Problem sein. Ja, das ist jetzt Folge Nummer 4. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Sonntag? Sonntag? Ja, Sonntag. Ich vergesse es immer wieder. Verzeiht mir das bitte, dass ich dann den Tag nicht dran denke. Ohne allgemein, naja, Wochenende, ne? Muss man eigentlich schon wünschen, ne? Aber ich bin immer so vertieft im Spiel, dass ich alles drumherum vergesse, mehr oder weniger. Und versucht das zu machen, was ich eigentlich immer mache, zu spielen. So, die werden wir hier rausbringen. So, wo haben wir den Punkt? Drehen wir kurz um und dann müssen sie so raus. Aber wir drehen jetzt nicht um. Die wollen ja den nächsten auch gleich mitnehmen, ne? Machen wir das Schlussfenster an, da können wir es ja auch sehen. Ah, da ist die Menü. So. Okay, hier haben wir drin weiblich. Das sind schon 65 Kilogramm, ne? Und die sind alle 41. Frisch geboren. Wie schön. Und wie gesagt, Milchkühe wollte ich eigentlich behalten. Müssen wir ja aufschreiben, welches Jahr wir haben. Wenn die Kühe um die 6, 7 Jahre alt sind, nachher, dann werde ich die nach und nach auch wieder abgeben. Ne? Zur freien Wahl des Händlers, was er machen möchte damit, ne? Keine Ahnung. Die älteren Tiere gehen meistens zur Wurstproduktion. Das ist ja leider so, ne? Das ist ein Lauf der Zeit.
so. Das ist leider so. Oh, unsere Kühe, ist so froh und grasen. Mit Auslauf. Weil normalerweise die heutigen Ställe sind noch nicht mehr so konstruiert, denn die kommen normalerweise nicht so gut raus. Und ganz ehrlich, wenn die auf der freien Fläche jetzt wirklich Gras ist, ist dann auch nur symbolisch gemeint. Aber im Grunde ist es ja so, die würden innerhalb von 2 Tagen wird das nichts mehr stehen. Ne? Das wäre dermaßen so ein Matsch, weil die ja auch alles. Es ist so viel Tier auf einen Haufen. Ne? Also 500 Tiere, so ein Stall ist ja auch, naja, unrealistisch. Aber da wir ja keine großen Karten haben, naja, 16-fach könnte man schon, ne? Da könnte man auch größere Ställe haben. Und die Tierzahl angepasst wäre, aber dann müsste man auch entsprechend mehr Zeit aufbrauchen für. Macht man jetzt 7-8 Ställe mit Versorgung, ne? Jetzt mit Cosplay wird es dann schwierig. Man könnte es machen, ne? Füttern kann man sicherlich so machen, ne? Einer Stroh, einer mit Mischfutter. Und Wasser ist ja zum Glück mit Wasserhahn, ne? Das ist ja, ja. Das ist ja richtig Gold wert, ne? So. Wird durchkommen. Die Bäume sind ja schön, ne? Aber von außen fahren ist es ungünstig, ne? Aber ohne Bäume wäre es ja nicht das gleiche, ne? Das wäre ja auch nicht so schön. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Alt S. Da haben wir schon 80 Tiere. Wasser haben sie noch genug, Stroh auch, Station auch. Gut, da werden wir hier nacharbeiten müssen. Jetzt haben wir da schon 30 Tiere, ne? Was ist an 30 den Rest? Achso. Und 17 Kälber? Puh. Jetzt können wir genau schauen, wie viel wir jetzt weiblich haben. Weiblich haben wir einen männlichen, sehe ich gerade. Zwei männliche. Der Rest weibliche, das ist gut. Aber wir kaufen noch ein paar Kühe zu, dass wir 200 Tiere kriegen. Die 30 verkaufen wir noch. Dann fahren wir noch einmal mit. Genau. So machen wir das. Wir kaufen noch einmal Kühe und dann kommen noch mal Kühe. Wenn wir mal hier sind, ne? Das ist gut investierte Geld und können wir entsprechend das näher ummünzen her für Mist vor allen Dingen. Und später auch Milch. Ne? Die Milch wird nachher das viel einbringen, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls, ne? Dass die Milchpreise passen. Ansonsten muss ich mir Masse machen, ne? Hoffe, dass einer findet und Milch trinkt, ne? Und bereit ist zu zahlen dafür. Meine gute Milch. Ist ja alles Bio, ich habe noch nicht gespritzt. Ja, gut, spritzen. Ja, ist ja auch so ein Thema, ne? Ja, gut. Wir machen nur Gras, Stroh. Naja, Stroh. Ja, gut. Stroh. Heu. Ist unbehandelt, ne? Das wird ja alles. Brauche ich ja im Grunde auch nicht, ne? Sicher werden wir es neu machen, also Heu müssen wir viel machen normalerweise. Unser Lager voll ist. Oh, 20! Freigeschaltet. Hat auch lange gedauert, ne? Ich muss noch ein Kalb bekommen sein. Aber jetzt haben wir wegen ein Kalb haben wir jetzt nicht los oder zwei. Das machen wir noch nicht, aber. Die sind ganz voll, dürfen den Stall auch nicht machen. Mit 200 Tiere sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Oder 250. Dann haben wir ein bisschen Polster für Kälber. Wo normalerweise. Ja, dann kommt nächstes Jahr auch ein kräftiger Schwung, ne? Zur selben Zeit.
sind etwa die 60 Tiere. So, dann fahren wir zum Bullen, da haben wir nochmal 30. Dann müssen wir noch Futter geben und Stroh. Und Wasser. Feuerbonus noch dabei. Und mal gucken, was das so macht. Zumindest von oben. Ja, das ist gut. Der Gruppermeister geht auch fleißig bei. Dann ist der auch mit durch, mehr oder weniger. Dünger. Gedüngt ist soweit durch. Wie gesagt, Unkraut, also so ein, zwei Flecken, da werden wir jetzt nichts dabei tun. Und hier unsere Wiese hier ist auch gut gedüngt. Hier müssen wir abwarten mit Wachstum. Und dann düngen wir hier auch nochmal. Hier hätte ich mal noch arbeiten sollen. Ne? Na gut, okay. Hätte. Nächste Mal. Mais geht nicht rauf. Das ist von der Fruchtfolge, geht es auf keine Felder. Ich möchte auch kein Mais machen. Silo ist nicht mein Freund. Die Arbeit ist zu groß dafür, also der Aufwand. Leider. So. 30 Tiere. Holstein? Ist ein weibliches Tier, dann männlich. Egal, weg. Ja, alles männlich. Wird das am leer, ne? Ja, aber dem Stall ist auch ein bisschen ungünstig, ne? Das ist ja auch vom Füttern so kompliziert. Daher, wo wir alle da wieder Tiere reinbringen werden, ne? Männliche Tiere jedenfalls ist das so vorgesehen. Oder ich muss da echt die weiblichen Tiere bringen. Kann man das auch als, wenn das funktioniert, ich weiß es noch nicht genau. Und da könnte sein, dass der Trigger da umgekehrt ist, ne? Dass es eigentlich der Stahl sein soll für die Milchkühe und der andere für die Mastrinder, ne? Das könnte so sein, ne? Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, wenn wir 500 Milchkühe haben am Ende daher, wo wir genug haben. So 500 Tiere können wir nicht machen. Wir müssen immer mindestens ein paar Tiere freilassen, Plätze für die Kälber. Ich weiß zwar nicht genau, wie man schießen geht, aber wenn der Stall voll ist, er voll, ne? Dann Schluss. Das wäre ja ungünstig. Vollgas! Wo die Aussaat ist dann auch fast fertig. Anführungszeichen. Ja, fast. Eine Folge gedreht. Gruppen geht auch gut aus. Man kann dann gleich weiterhin mit Aussaat machen. Nur Nachschub holen mit. Ich mache da auch so einen Lungenwein. Oder so, ja. Ist im Grunde egal, ne? Was haben wir noch an Frucht? Außer. Oh, gut reingekommen hier. So.
Nee, kein Schwein. So, Milchkühe nochmal 100 Stück. War ein Scherz. Keine Schweine, Junge. Voll! Und auf geht's zum Stall. Gibt viel Mist und viel Gülle. Der Gülle gibt's keine. Bei Strom gibt's nur Mist, Anführungszeichen. Aber wir haben einen schönen Mist für unser BGH. Dann können wir einen schönen großen Anhänger hinstellen, ne? Und dann lass ihn fahren, ne? Einmal am Tag Mist abgeben, ne? Den machen wir dann zu Geld und zu Gärreste. Und Gärreste wollen wir dann irgendwann mal aufs Feld fahren. Aber ich denke mal, jetzt haben wir alles gedüngt soweit. Die nächsten Felder werden immer dünner gedüngt. Mit Kunstdünger. Da macht dann keine Gärreste drauf, weil es geht mit der Bereifung her nicht so ideal, wenn wir da jetzt mit dicken Reifen und schweren Anhänger überfahren würden, aber die Spur garantiert nicht gerade zu erkennen. Weil man kann es theoretisch so machen, dass es bei selbe Spur wäre wie beim Düngen mit Füßedünger, theoretisch. Mit einem großen Anhänger mit 36 Meter. Und dann würde das im Endeffekt die Spur als Arbeitsspur dienen, kann man sagen. Ne? Weil normalerweise auch mit Pflegebereifung ist es so, dass es zu sehen ist. Ne? Also, das ist nicht hundertprozentig ohne Verlust. Deswegen die hohe Arbeitsbreite, dass man da möglichst wenig Verluste hat. So, da sind wir. Habe ich hier vorne Gras auf der Fläche. Ist gut. Viel Gras, weniger Futter. So, verschieben. Verschieben. Ja, verschieben. Und bestätigen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann seid mal hier Tschüss und winke, winke. Hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Ich wünsche mir eigentlich immer, dass es euch gefallen hat. Habt ihr Anregungen, Kritik? Einfach rein in die Kommentare. Ne? Ihr wisst ja wo. Es muss nicht viel sein, aber ein kleines Wörtchen, ne? Weiter so oder machen wir das und das. Oder den Wunsch habe ich mal vielleicht, ne? Kann doch sein, ne? Ich versuche alles umzusetzen, was geht. Was ich hinkriege. Das versuche ich zu machen. Dann sagt nochmal Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.